Ich mag die. Okay. Gehen wir mal weiter. Suchen immer noch den Exit hier. Also wenn ich mich jetzt hier hinstelle, passiert nichts. Auch schön ist immer, wenn sich das Leben von unserem Charakter hier verringert, verändert sich auch so ein bisschen das Avatar-Bildchen da unten. Wird immer ein bisschen blutiger. Finde ich eigentlich ganz nett gemacht, dass die halt damals schon an so vieles gedacht haben, woran Leute halt, auch Indie-Entwickler, halt in heutigen Zeiten viel zu wenig dran denken. Und hier brauche ich eine blaue Keycard, um die Tür zu öffnen. Wird das eigentlich so auf der Karte markiert? Nein, das ist natürlich nicht okay. Okay, okay. Dann suchen wir mal eine blaue Keycard, um hier weiterzukommen. Und ein Medikit. Oben liegt eine goldene Keycard oder gelbe Keycard. Müssen wir nur irgendwie hinkommen. Hallo. Verrecke. Wow. Gegner, viele Gegner. Aber ein bisschen Leben, das ist doch gut. Okay. Weiter geht's. Da ist schon der Exit. Das heißt, der blaue Raum wäre wahrscheinlich ein Secret gewesen. Was ich jetzt aber nicht wirklich viel Lust habe, das herauszufinden. Was haben wir denn hier? Brauche ich die Yellow Keycard, die wir da gesehen haben? Interessant, interessant. Und hier brauche ich auch irgendwas, was dann halt noch den Boden hier anhebt. Also einfach rüber springen oder sowas. Ich kann hier halt generell nicht springen. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, aber naja. Ist halt damals die Engine und sowas alles nicht zu. Gut, aber wie komme ich jetzt hier hoch? Muss ich da wahrscheinlich jetzt erst die gelbe Keycard zu finden, um da die Tür aufzumachen, um dann halt wiederum einen Schalter zu betätigen, der dann macht, dass ich da überhaupt hin kann? Ich weiß nicht. Vielleicht. Alles im Bereich des Möglichen. Also da wird ja halt schon gesagt, ja hier, ne, hier wäre der Exit, wenn du die Karte hättest. Das riecht so ein bisschen Trollolo und so. Hallo? Ach ja, das ist der Anfang, ne? Stimmt. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht drin, oder doch? Doch, stimmt, hier waren die 100.000 Fässer. Und die KI ist hier auch beachtlich eigentlich konstruiert, weil die ist eigentlich so konstruiert, dass die Gegner quasi mehr oder weniger hören können, von wo du schießt, sie in Deckung gehen und sowas und eventuell halt auch das von weit her zu dir hinkommen. Sind alles so Kleinigkeiten, weißt du, wo viele Spiele aus der heutigen Zeit einfach nur versagen. Ja, wer schießt denn hier? Ach, da hinten! Da ist die richtige Party im Gange. So. Hätten wir. Gut, was haben wir hier alles? Außer hoffen. Ach, das heißt, die haben hier die ganze Zeit gestanden und haben nur darauf gewartet, dass hier jemand mit dem Fahrstuhl hochkommt? Na, das ist ja nett. Gut. Muss ich mal kurz auf die Karte gucken, wo wir jetzt noch nicht waren. Wir waren noch nicht da drüben. Da drüben kommen wir wie hin? Wir müssen jetzt hier durch. Hier nach rechts. Und dann wieder nach rechts. Ah, okay, dann sind wir hier. Und da kommen wir nicht einfach so hin. Wenn wir hier jetzt runtergehen, haben wir da unten auch keine Möglichkeit, irgendwie dahin zu gelangen. Das bedeutet wiederum, wir müssen von woanders da überhaupt hinkommen. Dann gehen wir mal da lang. Stimmt, und hier brauchen wir dann die blaue Keycard, um dann da hinzukommen. Okay. Das heißt, wenn wir die blaue Keycard haben, kommen wir an die goldene oder gelbe. Dann würde ich sagen, ich gehe mal, wenn ich mich nicht verirren würde, so ungefähr zum Anfang zurück, um quasi ein bisschen mehr von der Karte zu sehen. Hm. Hm, nice. So. Wenn ich jetzt hier lang gehe, habe ich hier rechts keine Tür. Ach, dann sind wir hier, okay. Ach, das ist so verwirrend gemacht hier. Ein bisschen. Und wenn ich hier hingehe, dann komme ich ja nur zum Anfang, richtig? Genau. Okay. Muss mal überlegen. Hm.
Ich kann hier halt auch so schon ein bisschen laufen. Ist nur manchmal ein bisschen gefährlich, weil du halt dann einfach in die Säure läufst oder sowas. Das muss ja auch nicht sein. So, da drüben haben wir nämlich auch hier noch was. Aber wo? Ach da, hier, das Ding. Wo wir aber dann auch nicht hinkommen. Und da drüben hätten wir nämlich dann auch nochmal eine Tür. Ah, da müssen wir hier hin, darüber oder so. Ach, dafür hätten wir den Suit gebraucht. Okay. Lass uns jetzt da durchgehen. Dann kommen wir dann irgendwann dahin, wo wir hinwollen vielleicht. Da kommen auch nicht so viel Schaden. Kann ich hochgehen? Oder den Schalter hier? Was macht denn der Schalter? Ah, okay, der betätigt nur den Fahrstuhl. Hätte sein können, dass er noch irgendwas anders macht. So, und dann kommen wir nämlich hier hin, wo wir vorhin waren. Okay, ja gut, das hätte ich mir jetzt auch sparen können, aber okay. Dann gehen wir mal auf die andere Seite dieses komischen Tunnels hier entlang. Wir kommen ja zum Glück aufgrund des halbwegs niedrigen Geschwindigkeitsgrades jetzt nicht so unglaublich viel Schaden. Und jetzt haben wir einen Rocket Launcher bekommen. Yay! Yeah. So, was macht der Hebel hier? Wow, wer hätte es gedacht? Geht aber ganz schön hoch. Gucken wir mal. Macht er mal wieder runter hier? Macht er nicht. Nice. Ich will aber... Ach komm schon. Lass mich da hoch. Nicht? Ärgerlich. Und jetzt? Wie soll ich denn jetzt weiterkommen? Muss ich jetzt wahrscheinlich einfach nur zurücklaufen hier? Dann von hier außen dann dahin gelangen oder sowas und dann sehe ich, aha, es passiert sowieso nichts Spannendes. So, muss ich mal hier lang, dann da lang. Wenn ich jetzt da, da wäre ich dann rausgekommen, hätte das Supercharge bekommen, was mir aber auch nicht viel gebracht hätte. Aber das sagt mir jetzt alles nichts, wo ich jetzt hier weiterkomme. Hier ist ein Schalter. Sehe ich jetzt erst. Ach. Ist aber auch nur für den Fahrstuhl, ja? Den kann ich auch so betätigen. Ja, Leute. Ach, da liegt eine Keycard. Ja, und ihr habt das wahrscheinlich schon in den Kommentaren geschrieben oder sowas, ne? Ich kenne euch. Gut. Dann müssen wir jetzt gucken, wo war das, wo ich einsetzen muss. Da drüben war das nicht, ne? Nee. Hier kommen wir nur zum Anfang. Dann war das vielleicht irgendwo hier. Das ist eine Wand, okay. Doin. So, durch, dadurch. So, und dann hier drüben und dann nach links, wenn ich mich nicht irre. Genau, da hinten ist ja schon die blaue Tür, die ich suche. Öffne dich! So, und dann... Ja, das ist ja jetzt doof gelaufen, würde ich mal sagen. Schön. Das ist halt jetzt das Ärgerliche. Jetzt müssten wir halt quasi einfach von vorne anfangen und die ganzen Level jetzt nochmal machen, oder? Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt hier Load Save mache, hätte ich vorher abspeichern müssen. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache eine kleine Aufnahmepause, spule ein bisschen vor bis zu dieser Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Doom. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüss. Willkommen zurück zu Let's Play Doom. So, beim letzten Mal bin ich ja hier ordentlich verreckt, beziehungsweise es war wahrscheinlich in dieser Folge. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier jetzt besser durchkommen. Ich bin jetzt hier jetzt den ganzen Weg hier nochmal freigekämpft und alles. Hier kam ja das große Monster, genau. Hier weg. Und dahinter kam noch eins und irgendwas hier hatte mich dann entsorgt quasi. Ich glaube hier, das war diese radioaktive Tonne. Darum versuche ich die jetzt mal einfach gekonnt zu umgehen. Dann schauen wir mal. Hallo? Hallo? Jemand da? Und diese großen pinken Dämonen, die jetzt da gerade waren, die
sind, gibt's halt später noch in unsichtbar und das ist manchmal schon ein bisschen nervig. Weil, ne, du denkst dir so, ne, was macht denn jetzt hier Schaden auf mich und bla und blub und so. Und du siehst es einfach nicht. Du willst es sehen, aber du siehst es einfach nicht. Beziehungsweise, man kann es eigentlich schon gut erkennen, eigentlich, weil es immer noch ein Stückchen dunkler ist von der Umgebung her als sonstiges. Aber das werdet ihr dann schon noch selber sehen, was ich damit ganz genau meine und so. Hauptsache ist, wir haben es jetzt geschafft durch dieses Kacklevel hier. Und wir gehen ins nächste Kacklevel. Das noch viel kackiger sein wird. Aber okay. So, 6 Minuten haben wir jetzt dafür Angebot gebraucht. Ist ja auch okay. So, und wieder hat sich die Musik geändert. Und jetzt so einfach hier über die Säure. Okay. Hallo. Ich mag die Gatle. Bam. Schön auf die Fässer zielen hier. Es macht gut Schaden. Ja, und da hinten kommt schon der erste Unsichtbare. Ihr seht es hier an diesem halbtransparenten Zeug. Ey, geh weg. Also das, was hier auf dem Boden liegt, das ist quasi so ein großer lilaner, großer pinker Möchtegern-Dämon. Halt nur in unsichtbar. Und die sind hin und wieder schon ein bisschen nervig. Und du denkst dir, du bist in Sicherheit, aber ist nicht so. Großer Säuretümpel. Hey, weg hier. Weg hier. Zum Glück muss ich nicht nach oben und unten zielen hier. So, warte. Okay, ich habe ihn erwischt. Okay. Jetzt aber weiter durchs Eigentliche, nicht durch die Säure hier. Mal gucken, dass ich hier irgendwie vernünftig vorankomme. Hallo, was haben wir denn hier? Irgendwas Unwichtiges. Ist immer gut, wenn man irgendwas Unwichtiges mitnimmt. Hallo? Wow. Dass ich auf der Entfernung meiner Schrotflinte hier treffe, hätte ich nicht gedacht irgendwie. Okay, meine Tür, da könnte ich gleich durch. Ne, brauche ich Yellow Keycard. Habe ich auch noch nicht. Und da oben sind irgendwelche Fuzzis. Geht sterben. Ich höre irgendwas knurren. Wo seid ihr, ihr Monster und Dämonen? Ich werde euch holen. Oder zumindest bei euch vorbeischauen. Muss ich doch tatsächlich da über den Säuretümpel? Ist das richtig? Wollen wir hier nicht? Hier, wenn schon nicht. Ach, jetzt ist hier so ein Übergang. Der war aber vorher hier nicht. Hallo? 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 Ja, Pinky. Der Pinky. Der Pinky und der Brein. Nicht? Okay. Lass es ja schon. So. Ja, komm. Komm genau hier ran, damit ich dich hier erschießen kann. Und sei doch nicht so schnell, dann kann ich dich nicht treffen. So, geht doch. Meine Güte. So, Auge weggefetzt. So, und wie komme ich jetzt da hin? Keine Ahnung, aber ich höre immer noch irgendwo Gegner. Ah, da ist da, wo diese unwichtigen Sachen waren. Ich erinnere mich. Aber wie komme ich da hin? Oder kann ich... Nein, nee. Doch, ich habe eine Yellow Keycard jetzt. Wo habe ich denn die her? Ich habe nicht gesehen, dass ich die jetzt bewusst aufgesammelt habe. Aber okay. Hallo? Wow! Hey, lass dir mal Scheiß hier. Aua! Nicht nett. Nee. Da, noch so einer auf der anderen Seite hier. So. Zumindest muss ich jetzt hier nicht so nachladen wie in modernen Shootern. Hat auch hin und wieder seine Vorteile. Hey. Boah, werfen sie wieder mit ihren scheiß Feuerbällen. Ach du Scheiße, wo kommt ihr denn her? Oh, schlecht, schlecht, ganz schlecht. Oh, unsichtbarer. Ich sollte abspeichern zwischendurch. So, kommt mal ran hier. Traut euch. Ich weiß, dass ihr da seid. Und ich weiß, dass der Typ hier mit den Augenbrauen hier euch hypnotisiert. Geh weg. Boah, hält da aber auch was aus. So, wir machen mal ganz kurz hier Safe Game. Einfach nur, um nicht wieder alles von vorne starten zu müssen.